Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Nun also doch, gestern hieß es noch aus dem Weißen Haus, die USA liefern der Ukraine erstmal keine Attackams-Raketen. Keine 24 Stunden später erreicht uns die überraschende Nachricht, die Marschflugkörper, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben, sollen nun doch geliefert werden. Was sind die Hintergründe und vor allen Dingen auch, was sind die Folgen? Fragen wir nach in Berlin und Washington. Einen schönen guten Abend an euch beide in die Hauptstädte. Beginnen wir bei Elmar Thewissen. Stand denn das mit der Lieferung gestern schon fest und heute ist das irgendwie durchgesickert oder was ist da los? Da stand es tatsächlich gestern schon fest, denn in der Tat hat Joe Biden offenbar Volodymyr Zelensky bei seinem Besuch gestern im Weißen Haus genau das gesagt, dass die USA bereit sind, Attackams zu liefern. Und nach ZDF-Informationen wurden schon vor Tagen auch Verbündete in Europa darüber informiert. Das heißt, eine Grundsatzentscheidung ist gefallen. Es geht eben um diese weitreichenden Raketen, 300 Kilometer Reichweite. Und man wird ganz offenbar Attackams liefern, die schon etwas älter sind, ältere Bestände. Und das sind Raketen, die bestückt sind mit Streumunition. Das heißt, auf denen dann eben einige hundert von kleinen Sprengkörpern noch sind, sodass, wenn man ins Zielgebiet kommt, diese Sprengkörper freigesetzt werden, damit man Ziele noch besser bekämpfen kann. Und das betrifft ganz besonders die Flugabwehr oder die Luftabwehr Russlands auf der Krim beispielsweise, der russischen Streitkräfte, aber auch weit hinter der Frontlinie dann Nachschublinien zu treffen. Und das will man tun, jetzt vor Beginn des Winters, schauen, wie man mit der Offensive noch ein Stück weiter vorankommt und auch verhindert, dass in diesem Winter vor allen Dingen von der Krim eben Raketen von russischer Seite abgeschossen werden. Offiziell ist das noch nicht bestätigt worden. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass man noch nicht entschieden hat, wie viele von diesen Attackams man genau an die Ukraine liefert und wann sie geliefert werden. Also Verbündete in Europa wurden informiert, damit natürlich auch Deutschland. Dann fragen wir nach bei Theo Koll in Berlin. Theo, die Reichweite der Marschflugkörper, das soll ja die Sorge von Kanzler Scholz sein. Daher das Zögern auch bei Taurus. Ist der Kanzler da jetzt unter Zugzwang? Ja, sicher, aber höherer Druck heißt nicht unbedingt, dass damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Taurus-Lieferung steigt. In der öffentlichen Debatte wird ja bisher fälschlicherweise immer ein Vergleich zur Lieferung der Leopard 2-Kampfpanzer gezogen. Damals hat Berlin ja so lange gezögert, bis man quasi im Gleichschritt mit Washington vorgehen konnte. Als am Ende dann Joe Biden seine US-Panzer lieferte, hat dann auch der Kanzler ja gesagt. Im Fall der Kurzstreckenraketen aber ist die Lage in einem entscheidenden Punkt anders. Und das ist weniger die Frage der Reichweite, denn da wäre man ja jetzt im Einklang mit den USA. Vielmehr müsste Deutschland für den Einsatz der Taurus-Marschflugkörper eigene Geodaten liefern, also Zieldaten oder Ähnliches. Und das würde bedeuten, eigene Experten vor Ort, was niemand will, oder digitale Zusammenarbeit aus der Ferne. Und beides wird von den Entscheidern hier in Berlin als sehr nah an der roten Linie gesehen, dann selbst Konfliktpartei zu werden. Briten und Franzosen, die ja ihre Marschflugkörper schon geliefert haben, die gehen damit offensichtlich entspannter um. Also der öffentliche und politische Druck auf die Ampel dürfte durch die US-Entscheidung weiter steigen. Aber ich würde eher erwarten, dass die Bundesregierung erstmal andere Lieferungen verstärkt statt Taurus. Sind wir gespannt auf die nächsten Tage. Da wird die Debatte sicherlich in Deutschland dann weiter geführt. Vielen Dank nach Washington und nach Berlin für eure Einschätzung. Und wir schauen jetzt auf die Migrationsdebatte. Liegt es am Wahlkampf in Hessen und Bayern oder ist es doch Einsicht? Jedenfalls sagen jetzt auch parteiübergreifend Bundespolitiker und nicht nur Kommunalpolitiker, wir haben die Belastungsgrenze erreicht, so kann es nicht weitergehen. Das also, was passieren muss, da sind sich offenbar die meisten einig, aber was genau passieren soll, da gehen die Meinungen auseinander. Die Ideen zur Begrenzung so alt wie die Probleme. Mehr Grenzkontrollen, Sach- statt Geldleistungen, Sozialstandards senken und so weiter. Neue, schnell umsetzbare und effektive Ideen wären eigentlich gut, aber die hat Nicole Diekmann heute in Berlin kaum gehört. Hier stand vor rund zwei Wochen der Kanzler und warb für einen Pakt für Deutschland. Nur gemeinsam könne man so den Mehltau vom Lande abschütteln. Adressat im Hohen Haus, vor allem die Union.
Während es Scholz aber vor allem um Bürokratieabbau ging, legen CDU und CSU nun einen sogenannten Migrationspakt für Deutschland vor und nutzten die heutige Debatte für scharfe Attacken gegen die Bundesinnenministerin. Lassen Sie uns neue Maßnahmen vereinbaren. In Europa ist Frau Faeser bei der Migrationspolitik kein Zugpferd, sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation. Flucht und Asyl, eines der strittigsten, kompliziertesten Themenfelder der Politik und wohl auch eines der verfahrensten. Viel Neues war dazu heute nicht zu hören, das aber in massiver Schärfe. Noch gut 2,5 Wochen bis zur Landtagswahl in Bayern und in Hessen. Dort kandidiert die Bundesinnenministerin als Spitzenkandidatin und teilte heute ihrerseits aus. Sie reden von Europa. Ich hätte da was verhindert. Lieber Herr Dobrindt, ich war es in Europa, die für die Bundesregierung es geschafft hat, den historischen Durchbruch hinzubekommen, dass wir überhaupt eine Lösung haben, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen. Das ist ja lächerlich, was Sie hier machen. Sie haben es nicht hinbekommen, wir haben es hinbekommen als Bundesregierung. Noch ist dieses Asylsystem allerdings nicht in Kraft. Und in zumindest einem Punkt waren sich heute alle einig. Länder und Kommunen sind am Anschlag. Unter anderem fordern CDU und CSU deshalb, dass Abschiebekandidaten in Zukunft für 28 statt wie bisher für 10 Tage in Gewahrsam genommen werden dürfen. Diesen Vorschlag hat Faeser allerdings auch schon gemacht. Auch die Forderung Sach- statt Geldleistungen für Flüchtlinge sorgt für Kritik. Wissen Sie was? Sachleistungen stehen doch längst im Gesetz. Ich habe heute Morgen noch mal nachgezählt. 8 von 16 Innenministern in Deutschland werden von der CDU und der CSU gestellt. Warum fordern Sie uns denn auf etwas zu etwas auf, wofür Sie zuständig sind? Machen Sie es doch einfach in den Ländern. Bestätigt sah sich dagegen die in Teilen rechtsextreme AfD. Was da im Papier stehe, seien ursprünglich ihre Forderungen. Die Panik der Union sieht man an ihrem heutigen Migrationsantrag. Sie machen eine Wende um 180 Grad. Der einzige Grund für den öffentlich inszenierten Richtungswechsel der CDU ist der Erfolg der AfD. Ein Pakt für Deutschland. Schon als der Kanzler ihn vorschlug, gab es Zweifel. Ernst gemeintes Angebot oder PR-Nummer? Heute haben sich diese Zweifel erhärtet. Inhalt, aber auch Ton machen ein Paktieren schwer vorstellbar. Innenministerin Faeser hatte es ja hier im Heute-Journal bereits angedeutet. Jetzt hat sie es angekündigt. Sie will stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien prüfen lassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im laufenden Jahr bis einschließlich August rund 205.000 Erstanträge auf Asyl registriert. Das ist eine Zunahme um über 77% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem sind seit Kriegsbeginn über 1 Million Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet. Soweit die nackten Zahlen, die zu einer Überforderung werden, weil man a. die geflüchteten Menschen menschenwürdig unterbringen möchte, weil es b. genügend Integrationsangebote braucht und c. ausreichend Plätze in Kitas und Schulen, um mal nur 3 Punkte zu nennen. Und bei allen dreien ist bei vielen Kommunen die Leistungsfähigkeit ausgeschöpft. Das führt dazu, dass die Stimmung in Teilen sinkt und die Wut steigt. Eva Schiller mit einem Beispiel aus Baden-Württemberg. Sie wollen uns erst mal zeigen, was der Landkreis schon leistet. Salam alaikum. Die Jugendherberge umfunktioniert zur Flüchtlingsunterkunft. Obwohl Wohnraum Mangelware ist, schaffen sie allerorten Platz für Geflüchtete. Für wie viele Personen ist es? Das ist jetzt für 2 Personen. Da kommt ein Ehepaar, türkisches Ehepaar rein. Die Möbel sind gespendet. Ehrenamtliche helfen, wo es geht. Aber jetzt kommt die Botschaft von CDU-Landrat Günther Martin Pauli. Es geht nicht mehr. Ganz klar müssen wir heute feststellen, leider, dass die Stimmung schon länger gekippt ist. Es wird immer mehr. Wir sind irgendwo auch am Rande dem, was wir leisten können, was wir verantwortungsbewusst leisten können. Der Zollernalbkreis, ländlich, konservativ, wohlhabend. Typisch Baden-Württemberg mit einer Besonderheit. In einem Ort hier in Burladingen regierte 2 Jahre lang ein AfD-Bürgermeister, der 2020 zurückgetreten ist. Genau da wirbt der Landrat im Juli für eine weitere Flüchtlingsunterkunft. Wir werden auch ein Stück weit und die Entscheidung nicht einfach machen. So, also, das ist keine Antwort.
Das Video zeigt, wie die Stimmung eskaliert. Die Menschen setzen den Landrat unter Druck. Ja oder nein? Über mehrere Stunden entladen sich Wut, Hass, Angst. Ich möchte gerne wissen, wer 40 Männer betreuen kann. Und wir sind einfach nicht gewillt, unser Hab und Gut noch verteidigen zu müssen. Also ich war schon etwas überrascht. Ich hätte nie geglaubt, dass ich im Sonnalbkreis irgendwo mal sowas erleben muss. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Wohin also mit den angekündigten Geflüchteten? Öffentliche Gemeinderatssitzung in Burladingen gestern Abend. Der Druck auf den mittlerweile amtierenden, parteilosen Bürgermeister ist groß. Er rettet sich mit einem Appell an Berlin. Setzen Sie endlich die Brille der Realität auf. Die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz sind erreicht. Es steht zu befürchten, dass dies die wertvollen Grundpfeiler unserer Demokratie gefährdet. Die geplante Flüchtlingsunterkunft lehnt die Gemeinde ab. Wieder ein Platzproblem mehr für Landrat Pauli. Die Bundesregierung muss diese Stimmung endlich ernst nehmen, fordert er, weil die Überzeugungskraft der überlasteten Kommunen auch tief im Westen am Ende sei. Was bringen Friedensmissionen? Wenn man sich anschaut, wie sich Mali in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, kann man unterm Strich sagen, relativ wenig. Das Land ist weder zur Ruhe gekommen, noch hat sich die Situation für die Menschen, die nichts mit Militär, Kämpfen, Korruption zu tun haben wollen, verbessert. Und jetzt wird diese Mission nach über 10 Jahren beendet, allerdings auf Druck der dortigen Militärregierung. Das heißt auch für die Bundeswehr Rückzug bzw. Abzug. Und zwar bis zum Ende des Jahres. Das ist nicht viel Zeit. Und das Drumherum macht die Situation tatsächlich auch nicht einfacher. Susanne von Lujewski war für uns in Mali, konkret in Gao im Osten des Landes, wo die meisten der rund 750 deutschen Soldatinnen und Soldaten stationiert sind. Der Konflikt liegt in Sichtweite. Die Objektschützer der Bundeswehr können von ihrem Wachturm aus das Camp der malischen Armee beobachten. Nur wenige Meter weiter sollen die russischen Wagner-Truppen sein. Die beiden Soldaten waren erst kurz in Gao, als sich gegenüber islamistische Selbstmordattentäter im Lager der Malier in die Luft sprengten. Es ist hier grundsätzlich so, dass es lange ruhig ist und dann mal wieder ein Zeichen gesetzt wird. Heißt, grundsätzlich rechnet man damit, vor allem wenn man das Land kennt. Aber für uns, wir waren erst 17 Tage im Land, dementsprechend, dass so schnell wieder was passiert, hätte keiner von uns gedacht. Etwa 750 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind noch in Gao stationiert. Nahezu wöchentlich werden es weniger. Und für die, die bis Ende des Jahres bleiben, muss trotzdem die Sicherheit garantiert werden. Die Herausforderung ist unsere geordnete Rückverlegung unserer Kräfte und unseres Materials, weil hier in Gao keine dreispurige Autobahn nach Hause, nach Deutschland führt. Und das alles ganz schön, ist nicht trivial, das Unterfangen, das ganze Material, das ganze Personal, was wir haben, geordnet nach Hause zu führen. Geordnet heißt bei der Bundeswehr, sämtliches Material zu erfassen und selbst die Kleinteile zu desinfizieren. So schreibt es das Bundestierseuchengesetz vor, damit keine Keime nach Deutschland gelangen. Die Ausrüstung in einer Menge von 1000 Containern muss über den kleinen Flughafen von Gao ausgeflogen werden. In Afghanistan hatten wir einen dicken, großen Flugplatz hinten dran, auf dem die Antonov 124 landen konnte. Die schafft, wenn kalte Bedingungen sind, über 100 Tonnen. Hier haben wir jetzt einen etwas kleineren Flugplatz und haben hier Maschinen, die schaffen lediglich 20 Tonnen. So, das heißt also, wir brauchen hier viel, viel, viel mehr Flugzeuge, um mehr Material rauszuschaffen. Etwa 4 Milliarden Euro, so Schätzungen, hat der Bundeswehreinsatz in Mali gekostet. Schon jetzt ist klar, rund ein Drittel des Materials geht nicht zurück nach Deutschland. Auch wenn auf dem Flughafen von Gao täglich mehrere Transportmaschinen starten und landen, das Wetter und auch die malischen Behörden funken den Planungen zum Rückzug immer wieder dazwischen. Dass jeder heil nach Hause kommt, das ist unsere erste Priorität. Unsere zweite Priorität ist unser Auftrag, dass wir unseren Auftrag sauber erfüllen. Die Zeit läuft. Ende des Jahres muss die Bundeswehr raus sein aus der Wüste von Mali. Weihnachten in Deutschland, das ist jetzt das Ziel.
Und wir blicken jetzt in die Ukraine, die bei ihren Militäreinsätzen Erfolge erzielt haben will. Und damit, Heinz, beginnen deine Nachrichten. Ja, die Ukraine hat heute die Zentrale der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim attackiert. Im Hauptquartier in Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim brach ein Feuer aus. Aus Moskau hieß es, 5 Raketen seien abgefangen worden. Kurze Zeit später soll es einen massiven Cyberangriff auf russische Internetdienstleister auf der Krim gegeben haben. Nach der Flutkatastrophe in Libyen fehlt es den Menschen in den betroffenen Gebieten weiter an sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Unterkünften. Das Deutsche Rote Kreuz hat vom Flughafen Leipzig-Halle Hilfsgüter auf den Weg gebracht, darunter eine Trinkwasseraufbereitungsanlage. Libyen war vor knapp 2 Wochen von einem Sturmtief erfasst worden. Es gab verheerende Überschwemmungen. Laut Weltgesundheitsorganisation wurden bisher etwa 4.000 Todesopfer identifiziert. Der frühere italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano ist gestorben, im Alter von 98 Jahren in Rom, wie die Regierung mitteilte. Napolitano war zwischen 2006 und 2015 mehr als 8,5 Jahre Staatsoberhaupt, so lange wie kein anderer. Syriens Machthaber Assad war jahrelang international weitgehend isoliert. Jetzt hat er mit Chinas Präsidenten Xi Jinping einen wichtigen Verbündeten getroffen. Beide Länder wollen in Zukunft enger kooperieren und ihre Beziehungen mit einer strategischen Partnerschaft vertiefen. Xi sprach laut Staatsmedien von einem historischen Meilenstein. Schauen wir jetzt auf die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Sie war ja hochgepriesen und ist dann tief gefallen. Das frühe WM-Aus in der Vorrunde, das gab es auch noch nie, konnte bisher noch nicht so richtig aufgearbeitet werden, da Trainerin Vos Tecklenburg seitdem und bis heute aufgrund einer Erkrankung fehlt. Der DFB nimmt darauf Rücksicht, der Spielplan logischerweise nicht. Heute startete das Team in die Nations League. Nur über diesen Wettbewerb kann das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 gezogen werden. Ob der Auftakt gegen Dänemark geglückt ist, Jan Döhling. Die Co-Trainerin Britta Karlsson vertritt die Chefin. Fürs Team geht es um ein Olympiaticket und den Neuanfang. Die deutschen Fußballfrauen in Dänemark bemüht. Der Wille ist immer da, aber es fehlt wohl an Qualität. 23. Minute, Dänemark spielt schnell. Am Ende Rauch gegen Vangsgaard. Und die mit Durchsetzungsvermögen und dem Treffer die Führung für die Däninnen zur Halbzeit. Das DFB-Team dann besser nach dem Wechsel. Aber erst Sidney Lohmann und dann Alexandra Popp. Zu ungenau mit dem Kopf. Besser machen es die Gastgeberinnen. 64. Minute, Dänemark aggressiv. Vangsgaard mit ein bisschen Glück und ihrem zweiten Tor. Froms bekommt den Tunnel. Bei allem Bemühen das deutsche Team auch in Dänemark nicht auf der Höhe der Aufgabe. Fußball ist Ergebnissport und wir müssen vorne Tore schießen, damit wir ein Spiel gewinnen und dürfen hinten keine kassieren. Und das war heute nicht der Fall. Der Start in die Nations League also misslungen. Jetzt bangen sie um die Olympia-Qualifikation. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Der Plan hat bei den Frauen erst einmal nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert er ja aber bald bei den Männern unter neuer Führung. Ab heute ist es offiziell. Julian Nagelsmann wird Coach der DFB-Elf. Und was für eine Karriere. Im Februar 2016 übernahm er Hoffenheim mit der fast aussichtslosen Mission Klassenerhalt. Die meisterte er mit gerade mal 28. Nach seiner ersten Profi-Trainerstation folgte dann Leipzig und Bayern. Beim FC lief es ja nicht ganz so gut. Sein frühzeitiger Abschied dort erweist sich jetzt als gut für den DFB. So konnte der Verband ihn jedenfalls verpflichten. 7 Jahre nach dem Start seiner Trainerkarriere, jetzt also Bundestrainer. Und wieder hat er eine Mission. Das gerade erwähnte Ziel im Sommer, eine sehr, sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich. Ist eine große Herausforderung, der wir uns im Team stellen. Wir gehen sie an mit viel Enthusiasmus, mit großer Vorfreude, natürlich auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein, wie Rudi gerade richtig sagt, steht da dann bei einer Heim-EM auch eine Nation dahinter, die wir natürlich auch mit gutem Fußball als gesamte Gruppe, als gesamte Mannschaft auch begeistern wollen.
gut und wenn es geht, bitte auch erfolgreich. Boris Büchler ist der Mann bei uns, der die Nationalmannschaft immer im Auge hat. Schönen guten Abend nach München, Boris. Wie war denn die Vorstellung heute? Irgendwas, was anders war als sonst beim DFB? Ja, der Nagelsmann, der Julian, der wirkte aufgeräumt, der wirkte kämpferisch und der wirkte sehr, sehr selbstbewusst. Und der DFB hat jetzt endlich mal einen Bundestrainer, der auch medial so richtig gut wirkt. Und das wird nicht unwichtig sein, gerade um die Fans wieder mitzunehmen, um die Fans zu begeistern. Und bei der 50-minütigen Presseaudienz war zu jeder Zeit zu spüren, hier brennt jemand für seinen Job. Und dieser Enthusiasmus und diese Begeisterung wird natürlich ganz wichtig sein, gerade nach den trübsinnigen Tagen unter Hansi Flick. Es waren ja noch andere im Vorfeld im Gespräch, aber Nagelsmann wird es jetzt. Die einen feiern die Entscheidung, andere sind ein bisschen skeptisch. Ist er denn deiner Meinung nach der Richtige? Naja, der DFB war in der Vergangenheit immer mal gut für eine falsche Personalentscheidung. Aber diese Entscheidung, diese Personalie sitzt, die ist super gut. Das haben auch Julian Nagelsmann selbst gesagt heute Mittag, das ist klar. Aber auch Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Und Nagelsmann ist meines Erachtens auf jeden Fall der richtige Mann am richtigen Posten. Er ist fachlich 1A, er ist innovativ, er ist kreativ, er hat eine moderne Spielidee, moderne Trainingsmethoden. Und ein Riesenvorteil ist natürlich, dass er aus seiner Münchner Zeit fast alle Nationalspieler kennt und aus seiner Leipziger Zeit, ja. Ich würde mal sagen, Nagelsmann kann Bundestrainer, aber es gibt natürlich noch einige Risiken. Aber jetzt muss er das auch erstmal noch beweisen. Jetzt hast du die Risiken schon angesprochen. Mhm. Welche siehst du denn jetzt bei seiner Verpflichtung für ihn, aber vielleicht auch für den DFB? Naja, Nagelsmann ist 36 Jahre alt und gerade in der Endphase bei Bayern fehlte ihm manchmal so die Souveränität und auch die Reife. Man muss ganz klar sagen, nach verlorenen Spielen war er hin und wieder schon mal patzig und trotzig in Interviews, bei Pressekonferenzen, hat sich schon mal mit dem Schiedsrichter angelegt und auch mit einigen Topspielern bei Bayern kam er nicht so klar, mit Lewandowski am Ende, mit Thomas Müller und Manuel Neuer, unserem Torwarttrainer. Und viele Schlagzeilen, die er produziert hat, waren selbst verschuldet. Aber entscheidend heute bei der Pressekonferenz präsentierte er sich extrem, ja, selbstbewusst, aber auch selbstkritisch. Er hat sogar Fehler eingeräumt, die er bei Bayern begangen habe. Das fand ich sehr bemerkenswert. Er gilt und galt ja immer in Deutschland als das größte Trainertalent. Jetzt muss er beweisen, dass er nicht nur talentiert ist, sondern auch ein gereifter und gestandener Trainer sein kann. Wir sehen es dann spätestens beim ersten Spiel. Boris Büchler, vielen Dank nach München. Und wir machen jetzt hier weiter mit Nachrichten, unter anderem aus der Wirtschaft und mit dir, Heinz. Vor dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt am Montag mit Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden gibt es eine ganze Reihe von Forderungen und auch Misstöne. Sina Meinitz, wie ist die konkrete Ausgangslage für dieses Treffen? Also die Ausgangslage für den Wohnungsgipfel am Montag, die ist denkbar schlecht. Denn schon bevor er startet, haben die Wohnungswirtschaft und der Eigentümerverband Haus und Grund ihre Teilnahme abgesagt. Begründet wird das unter anderem damit, dass die Ampelregierung zu wenig unternehme, den Bau und Kauf von Wohneigentum zu fördern. Unterdessen schreitet der Wertverlust auf dem Immobilienmarkt unaufhaltsam voran. Im zweiten Quartal dieses Jahres fielen die Preise um fast 10% verglichen zum Vorjahreszeitraum. Das ist das stärkste Minus seit 23 Jahren. In den Städten fielen die Preise übrigens stärker als auf dem Land. Häuslebauer sind zurückhaltend und verunsichert. War früher nämlich vor allem die Lage einer Immobilie entscheidend, ist es heute auch deren Energieeffizienz. Hinzu kommen dann eine unsichere Zinsentwicklung und gestiegene Baukosten. Sie machen die Finanzierung unkalkulierbarer. Und das Heizungsgesetz verteuere den Neubau noch zusätzlich, sagen Branchenverbände. Sie fordern jetzt eine Entlastung bei teuren Baukosten und Zinsen, außerdem Steuererleichterungen und die Mietpreisbremse. Auf diesem Wohnungsgipfel wird das Thema auch steigende Mieten sein. Denn weil zu wenig gebaut wird, verteuern sich die Mieten drastisch. Bis nächstes Jahr werden außerdem voraussichtlich jährlich nur halb so viele neue Wohnungen entstehen wie geplant. Nämlich nicht 400.000, sondern nur 200.000. Baupräsident Peter Hübner fordert, wirklich an allen Schräubchen für geringere Baukosten zu drehen. Sina Meinitz, vielen Dank. In Brasilien hat der oberste Gerichtshof die Rechte indigener Völker gestärkt und ein Gesetzesvorhaben abgewiesen, das noch aus der Zeit des rechtsgerichteten Präsidenten Bolsonaro stammt. Die vom Gericht abgelehnte Regelung hätte die Ausweisung von Schutzgebieten für Ureinwohner stark begrenzt.
Indigene Gruppen feierten die Entscheidung. Ihre Schutzgebiete gelten für Experten als Bollwerk gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die leben sehr zurückgezogen, manche sogar total abgeschottet. Die Amish People gehören definitiv dazu. Sie sind täuferisch-protestantisch, im 18. Jahrhundert aus Europa vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung geflohen, insbesondere übrigens aus Deutschland und der Schweiz. Sie leben streng nach den Regeln des Neuen Testaments und lehnen weitestgehend die moderne Technik ab. Es gibt kein Internet, kein Fernsehen, geschweige denn ein Auto. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen, bei ihnen zu drehen, ist so gut wie unmöglich. Daher ist es umso bemerkenswerter, dass Barbara Völkel genau das gelungen ist. Wer den Amish begegnet, taucht in eine vergangene Welt ein. Die täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft kam vor über 300 Jahren aus Europa in die USA. Hier in Ohio lebt eine der weltweit größten Amish-Gemeinden. Sie tragen altmodische Kleidung und lange Bärte und lehnen weitestgehend den technischen Fortschritt wie Elektrizität, Internet und Autos ab. Sie sind auch Selbstversorger wie der 40-jährige Ines Slaber aus Middlefield, Amish in vierter Generation. Seine Vorfahren kamen aus Süddeutschland, er verdient sein Geld als Farmer und Hufschmied und lebt mit seiner Frau und den 7 Kindern auf einer fast 40 Hektar großen Farm. Die Amish der alten Ordnung sind pferdeorientiert. Wir benutzen keine Autos und Traktoren. Ja, das ist eine lange Tradition, Pferde zu benutzen. Das ist unsere Lebensweise. Doch die moderne Welt ist eine Herausforderung für die Glaubensgemeinschaft und im Geschäftsleben der Amish nicht mehr wegzudenken. Denn laut einer neuen Studie leben etwa nur noch 7% ausschließlich von der Landwirtschaft. Das weiß auch Chester Kurz. Der Amish ist Vater von 7 Kindern und kein Farmer, sondern Bauleiter und vermittelt Handwerker. In seinem Büro ist er auf die moderne Technik angewiesen. Für die Arbeit ist es erlaubt, wenn ich es selbst nicht besitze. Zu Hause nein. Heuchlerisch findet er die Lebensweise der Amish-alter Ordnung aber nicht, nur weil sie in ihren Geschäften die moderne Technik verwenden dürfen, zu Hause aber nicht. Wenn wir strenge, starre Regeln hätten und unseren Lebensunterhalt immer noch so verdienen würden wie im 18. Jahrhundert, könnten wir nicht konkurrieren, wenn wir versuchen würden, mit Handsägen, Hämmern und Nägeln Häuser zu bauen. Dann hätten wir keine Arbeit. Nicht alle Gemeinden sind gleich streng in der Beibehaltung der alten Traditionen. Die Amish sind kinderreich, weil Verhütung zum Beispiel verboten ist. Und doch erlauben es manche Gemeinden, wie bei Edna, die bereits 6 Kinder hat. Wir haben einfach beschlossen, dass es reicht und haben Verhütungsmaßnahmen ergriffen. Ich möchte nicht das Bild zeichnen, dass die Amish perfekte, kleine, fromme Menschen sind. Das sind sie nicht immer. Denn es gibt Fälle von Inzest unter den Amischen. Das ist sehr traurig. Die größten Gemeinden befinden sich in Indiana, Ohio und Pennsylvania. Dort leben nach neuesten Studien mehr als 377.000 Amish. Bei einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 3% beträgt die Population 2038 über 500.000. Ihr wirtschaftlich unabhängigeres Leben ist moderner geworden, ihren Grundsätzen und Werten aber sind sie treu. Es bleibt ein vorbestimmtes und abgeschiedenes Leben von der Außenwelt. Seltene Einblicke wie seltene Bilder. Die Dokumentation von Barbara Völkel, das Leben der Amish, am Sonntag auf Arte um 19.30 Uhr und bereits jetzt schon in der Mediathek. Und um 0.20 Uhr meldet sich Nasan Göktemir mit unserem Heute-Journal-Update. Und wir dann morgen wieder. Wünschen Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Hier schauen wir auf die Chronik der Oberflächentemperatur in den Weltmeeren. Und was Sie hier sehen, ist seit
1981 die Zunahme der Temperaturen mit der globalen Erhitzung. Aber was Sie noch sehen, ist das aktuelle Jahr 2023, was hier deutlich von allem abweicht, was wir bisher hatten und seit März auf Rekordkurs ist. Und zu warme Meere und Ozeane bedeuten Futter für die Extremwetterereignisse weltweit. Derzeit haben wir es eher mit ruhigem Wetter zu tun, sind einige Schauer und Gewitter dabei. Die ziehen aber allmählich ostwärts und lösen sich auf. Und dann kommt ein Hoch und nächste Woche wird es wieder wärmer und vor allem trockener. Wir schauen auf die Nacht und da sind hier noch Schauer und Gewitter über der Mitte, vor allem dann noch unterwegs. Das verlagert sich ostwärts, in den Frühstunden bildet sich Nebel und ganz im Süden, da regnet es. Die Temperaturen gehen zurück auf 5 Grad in der Eifel und 12 Grad zum Beispiel an der Ostsee. Und morgen ganz im Süden weiterhin etwas Regen, Schauer sind auch dabei. Neue Schauer und Gewitter dann im Nordwesten. Dazwischen häufig sonnig, aber hier und da kann es auch mal tröpfeln. Meist ist es eigentlich trocken bei Temperaturen von 21 Grad im Osten und 12 Grad am Alpenrand. Und die nächsten Tage viel Sonnenschein wieder dabei. Sonntag bis 22 Grad und schauen Sie auf den Dienstag bis 28 Grad warm. Einen schönen Abend.